Lieber Christoph, ich freue mich total über die Gelegenheit, dich da jetzt interviewen zu dürfen. Ja, ich auch. Ja, fein, fein. Ja, ich würde gerne damit beginnen, dich mal einfach zu fragen, wie du heißt und wo du zu Hause bist, von wo aus du wirkst. Genau. Also, mein Name ist Christoph Weber und ich lebe seit 40 Jahren in Berlin, damals in West-Berlin. Und bin geboren in Hannover und bin 2 Tage nach dem Abi West-Berliner geworden, 1981, genau. Ja, und die nächste Frage ist eine existenzielle Frage, nämlich, wer bist du? Oh, das frage ich mich seit meiner Jugend. Wer bin ich? Was macht mich aus? Und das ist eine Frage, die mich wohl mein Leben, die letzten oder die nächsten Jahre, die letzten Jahre meines Lebens auch noch begleiten wird, weil ja, es gibt keine klare Antwort dafür. Dafür ist ein Menschsein zu komplex und zu bunt. Also von daher. Vielleicht dient dieses Gespräch ja dazu, wieder eine neue Facette oder einen neuen Baustein zu entdecken von, wer bin ich eigentlich oder was macht mich aus? Ja, also die Frage, ich kann sie auch ein bisschen konkreter stellen, dann ist sie vielleicht ein bisschen einfacher zu beantworten. Auch so, also was mich interessiert, sind so deine Interessen, deine Qualitäten, die du in die Welt bringst. Was sind deine Leidenschaften? Also ich bin ein Mensch, der schon als Kind, also seit meinem 10. Lebensjahr interessiere ich mich für Geschichte und damit auch für Geschichten, also von Menschen. Ich bin in meinem Leben schon doch sehr vielen Menschen begegnet, weil von meiner therapeutischen Tätigkeit habe ich als Galerist gearbeitet und habe mit Künstlern aus Paris, Deutschland und Leningrad, Moskau gearbeitet, sowjetisch. Zeiten. Dadurch bin ich vielen unterschiedlichen Menschen begegnet, auf der Künstlerseite und auch auf der kunstinteressierten Käuferseite. Und mich haben immer Lebensgeschichten interessiert. Und bei Künstlern gibt es schon ziemlich bunte Vögel. Ist dann nicht nur ein Stereotyp, sondern das ist auch so. Und das hat mich, also das ist eine Leidenschaft Menschen. Deshalb bin ich auch jetzt seit gut, über 20 Jahre arbeite ich als Gestalttherapeut. Und das Interesse und die Liebe zu Menschen ist die Basis für mich. Und scheinbar bin ich ein Mensch, also dass ich proaktiv, also unabhängig oder schon vor der Ausbildung, konnte ich proaktiv zuhören, um es mal etwas professioneller auszudrücken. Was mich als Jugendlicher ein bisschen genervt hat, wenn die Gleichaltrigen mit ihren Problemen zu mir kamen, dachte ich mal, oh Gott, jetzt schon wieder Liebeskummer und was man so mit 15, 16, 17 hat, also Mann oder Frau. Vor allem die Mädchen kamen natürlich zu mir, weil ich so ein freundliches, offenes Wesen war oder bin. Und das ist eine Leidenschaft, Menschen. Und eine andere Leidenschaft, da schaue ich gerade drauf, ich bin leider auch Sammler seit 50 Jahren, habe in der Kindheit mich mit eben Geschichte beschäftigt und bin bei Ludwig II. Von Bayern hängen geblieben und dadurch bin ich dann Kaiserzeit, Hohenzollern und habe mich mit der Zeit sehr intensiv beschäftigt, habe auch Geschichte und Kunstgeschichte studiert, brotlose ja, Fächer. Aber ich habe gesagt, wenn, dann mache ich was, was mir Spaß macht, wo ich einen Sinn drin sehe. Und das habe ich halt auch gemacht. Und ich habe Kunst gesammelt, Antiquitäten. Und seit einiger Zeit habe ich die Leidenschaft KPM Porzellan. Also es ist die Berliner Porzellanmanufaktur, quasi das meisten von Berlin. Und der fröne ich leider doch in etwas größerem Maße. Aber es macht Spaß und es ist toll zu sehen, was Menschen an Formen, an Farben, an Ausdruck in Form von Porzellan in den letzten 250 Jahren produziert haben. Also auch da das Interesse an Menschen, an menschlicher Kreativität. Das sind so meine Leidenschaften, ja, Menschen. Ja. Und was würdest du sagen, sind so zentrale Werte in deinem Leben? Und wie lebst du die? Also zentraler Wert ist definitiv Humanismus,
da ich eben ein Kulturmensch bin seit, ja, das ist auch vom Elternhaus her, also ich bin, ich glaube, mit 6 das erste Mal in der Oper gewesen, klassisch die Zauberflöte, die Hänsel und Gretel, dann kam die Zauberflöte, also ich sage mal so den bürgerlichen Bildungskanon mitgekriegt. Mein Vater hat uns, also ich habe noch 2 Geschwister, hat uns als Kinder in Museen und Kirchen geschleppt, das war ihm wichtig. Da ist wohl auch meine Liebe für Kunst entstanden. Und also so die, ja, ich sag mal, die ja, bürgerlichen, humanistischen Werte, die auch Anne Laura für mich verkörpert. Also ich sag mal, die guten Seiten Europas. Ich sehe, ich weiß auch um die Schattenseiten Europas oder der europäischen Geschichte, die ja nun auch allenthalben jetzt hochkommen und sich zeigen. Also Rassismus, Kolonialismus, Sexismus und so weiter. Das sehe ich auch, weiß ich auch, aber ich bin dann schon vielleicht auch so der deutschen Tradition des 19. Jahrhunderts, Romantiker, Klassiker, also so ein bestimmtes Menschenbild, ja, dem romantisch ist auch so negativ besetzt in der heutigen Zeit. Ich nenne es mal ein humanistisches Menschenbild, christlich-humanistisches Menschenbild verpflichtet. Mit buddhistischen und Zen-Einflüssen. Wow. Weil ich gehe seit 30 Jahren einen christlichen Zen-Weg. Mhm. Und das ist so, ja, sozusagen nicht die, ich würde nicht sagen die Symbiose zwischen Ost und West, aber schon der Versuch, eben auch so östliche Philosophie in mein Leben mit zu integrieren. Mhm. Ja, und welche Erlebnisse in deinem Leben haben dich da geprägt und ein Stück weit zu der Person gemacht, die du jetzt bist? Oder welches Ereignis? Müssen jetzt nicht mehrere sein. Mhm. Ja. Ne. Also es gab Menschen, die mich geprägt haben, die mich begleitet haben. Das war zum einen eine sehr fürsorgliche Tante, da war ich sowas wie ein Ziehsohn. Und ich habe in den letzten 40 Jahren hier in Berlin viel Kontakt mit alten Menschen, also 80- bis 100-jährigen Menschen gehabt. Vorher waren fast nur Frauen, ja nur Frauen. Manchmal hatte ich 2 oder 3, ein Harem von 2, 3 alten Damen. Und das war eben nicht nur sich kümmern, sondern ich war, also mit einer Frau, die ist mit 98 Jahren gestorben, die war Jahrgang 1912, ich bin Jahrgang 1961. Und wir waren 25 seelisch sehr verbunden. Und sie hat das 20. Jahrhundert am eigenen Leibe miterlebt, Flucht, 3 Kinder allein erzogen, in Stalingrad ist ihr Mann geblieben. Und da habe ich viel gelernt von diesen Menschen, die wirklich ja, das 20. Jahrhundert am eigenen Leibe erlebt haben. Eine Frau war mit einem Juden verheiratet, der wohl von der Gestapo geschnappt wurde. Sie musste ihn irgendwann für tot erklären, 10 Jahre nachdem er verschwunden war. Ah, in Wien. Sie waren in Wien in der Emigration und erst als die Nazis Österreich angeschlossen haben, ist er untergetaucht und hat gesagt, ich stehe auf der Liste, wir finden uns wieder. Und 1948 hat sie ihn dann für tot erklären lassen, weil, ja. Also sein Bruder war erster Schüler von Sigmund Freud, also eine wichtige jüdische Wiener, Berliner Familie. Und mit der war ich sehr eng. Wir hatten 8 Jahre zusammen Opernabo in Berlin. Also ich habe viel von diesen alten Menschen übers Leben gelernt, über die Vielfalt, die Verrücktheit. Das 20. Jahrhundert war nun wirklich in Mitteleuropa nicht so lustig, in Mitte des 20. Jahrhunderts. Und das hat mich geprägt und mein Interesse an Geschichte, an Menschen ja, vorwärts gebracht und auch gezeigt, zum Leben ist halt nicht nur Sunnyside, sondern es gehört auch die Leid. Wir Menschen sind auch, können auch sehr brutal sein. Wir sind nicht nur die Humanisten, sondern können auch Bestien sein. Also von daher, also ich habe viel gelernt durch unmittelbaren Kontakt. Durch Lesen auch, aber vor allen Dingen immer wieder mit Menschen in Kontakt gehen soll, über 50 Jahre. Mhm. Mhm. Ja. Ja, die nächste Frage macht so ein bisschen einen Shift. Ja. Und zwar würde mich interessieren, wie du
wie du dein Geschlecht, dein soziales Geschlecht erlebst? Also ich lebe, also ich sehe mich als Mann und da als schwuler Mann und das seit 45 Jahren. Also mit 14 habe ich für mich entdeckt, könnte sein, ich bin in einem katholischen, nicht ganz streng katholischen, aber doch recht katholischen Haushalt aufgewachsen, also mit einer gewissen oder deutlichen Körperfeindlichkeit, was wahrscheinlich nicht nur mit dem Katholisch zu tun hat, sondern auch mit der ganzen Familiensituation meiner Mutter. Und also da war ich relativ früh klar, wo ich hingehöre. Ich hatte damals auch so mit 15, 16 auch Freundinnen, nach dem Motto, ich muss ja auch mal probieren, ob das nicht vielleicht doch was ist. Also ich weiß, wogegen ich mich entschieden habe, was manche Schwule halt nicht haben. Aber ich habe 4, 5 Freundinnen gehabt, auch durchaus intim. Und es war für mich dann immer klar, nein. Und von daher bin ich merke einen inzwischen etwas altmodischer Schwuler, weil wenn so ein 30-Jähriger, der die Verfolgung, Diskriminierung von Schwulen in der Form der 70er, 80er Jahre nicht erlebt hat, der hat ein anderes Selbstverständnis von Schwulsein als ich. Also ich bin in Anfang der 80er Jahre noch in Berlin, wenn Razzia war, in schwulen Lokalen gerannt, hieß, dann kam der Schreckensruf, die Bullen kommen und dann sind wir losgerannt. Weil so gerne Kontakt in der Form mit Polizei wollte ich nicht haben. Und in Deutschland ist ja bis 1994 der Paragraph 175, der Homosexualität unter Strafe stellte, noch intakt gewesen. Also von daher war ich 33 und habe 20 Jahre illegales, verbotenes Zeug gemacht. Das hat mich natürlich schon sehr geprägt. Und freue mich, dass eben die letzten 30 Jahre doch da so deutliche Veränderungen gebracht haben, dass jetzt, ich habe einen Klient, der jetzt dieses Jahr eine Adoption, ein schwules Paar verheiratet und sie können ein Kind adoptieren. Das habe ich mir vor 20, 25 Jahren gewünscht, mich auch darum bemüht in Form von Pflegekindschaft. Es gab damals einen Verein, gleichgeschlechtliche Pflegeeltern, wo ich 2 Jahre regelmäßig hinging, um halt auf dem Weg eventuell doch noch Ziehvater zumindest zu sein. Mhm. Das ist heute deutlich leichter oder zumindest gesetzlich, gesellschaftlich akzeptierter als noch vor 20, 30 Jahren. Mhm. Deshalb sage ich alter Oldschool-Gay-Man, weil das war undenkbar vor 30 Jahren. Ja. Und hat es dann geklappt? Hast du dann ein Ziehkind bekommen? Nein, leider nicht. Oder ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich habe bei diesem Stammtisch mit Eltern, mit gleichgeschlechtlichen Eltern, schwul oder lesbischen Eltern, auch gesprochen, Kontakt gehabt und dann mitgekriegt, ich war damals alleine, ja Single, und habe dann mitbekommen, wenn ein Kind ein Pflegekind wird, hat es schon sehr traumatische Erfahrungen hinter sich, sonst wäre es kein Pflegekind. Und das habe ich mir dann ehrlich gesagt nicht zugetraut mit einem Kind. Also ein Mann erzählte, er hat 2, der war Heilerzieher, genau. Und die beiden Kinder, 3- und 5-jährig so in etwa, hätten das erste halbe Jahr wortwörtlich je öfters die Scheiße an die Wand geschmiert. So nach dem Motto, wir testen mal, ob wir wirklich hierbleiben dürfen. Und dann bin ich doch ein gewisser Ästhet, Antiquitäten, eine gewisse Ästhetik und dann ein Kind, oder der dann, also die Vorstellung, also es ist, wo so extrem ist es wahrscheinlich gar nicht. Also ich habe einfach gemerkt, das hätte mich doch sehr an den Rand gebracht. Und ich habe in der Zeit dann auch zufälligerweise einen kleinen Verkehrsunfall gehabt. Mich hat ein Autofahrer angefahren und dieser Autofahrer fühlte sich schuldig, er hatte wahrscheinlich auch Schuld, dass er, weil er mich nicht gesehen hat, hat mich auf den Schrecken zum Abendessen eingeladen und Zufall, sofern es ihn überhaupt gibt, war das jemand, ein Sozialarbeiter, der mit Kindern arbeitet, mit Pflegekindern arbeitet, wenn die aus den Familien rausgehen, und der hat mir sowas von abgeraten, das zu machen, weil die Erfahrung meinte, 80-90% dieser Kinder gehen nach 10, 12 Jahren unter unguten
oder mit unguten Stimmungen aus den Pflegefamilien raus. Also da dachte ich, okay, dann hat der Unfall den Sinn gehabt, dass ich diesen Menschen treffe, weil den hätte ich sonst nicht kennengelernt wahrscheinlich. Und dann habe ich damit das Thema Pflegekinder oder Pflegekind für mich ab die Gestalt geschlossen. Mhm. Ja. Okay. Ja, wie erlebst du Privilegien und Macht in deinem Leben? Oh. Also ich erlebe, ich mache es mal allgemeiner, uns in Mitteleuropa schon als hochprivilegiert. Ich bin relativ viel gereist in meinem Leben. 7 Wochen Südafrika in den 90er Jahren, so kurz nach Ende der Apartheid. Ich habe eine Woche in Soweto gewohnt damals, 94. Der einzige Weiße für eine Woche unter, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 200.000, 300.000 Schwarze leben oder farbige Menschen leben in Soweto, der Township von Johannesburg. Ich war 3 Wochen in Simbabwe und habe da also viel Not, Leid gesehen. Und die intensivsten Erfahrungen waren die Hungerjahre in Leningrad, Sozialismus. Ich bin von 86 bis 2010 regelmäßig in Leningrad-Petersburg gewesen. Und zu sowjetischen Zeiten 5 Stunden anstehen für einen Liter Milch bei minus 10 Grad war normal. Und wenn man Pech hatte, war die Milch weg, wenn man dran war. Also das sind, von daher weiß ich sehr wohl zu schätzen, man kann einkaufen. Es gibt keine materielle Not. Es gibt natürlich vereinzelt Menschen, die das auch, aber die Mehrzahl, also wir sind hier privilegiert, Punkt, aus, fertig, haben frisches Wasser, müssen nicht stundenlang laufen, um Wasser zu holen. Also das ist mir schon sehr bewusst. Und Macht habe ich in der Familie mitbekommen. Meine Mutter und mein Bruder waren, meine Mutter ist vor 10 Jahren gestorben, mein älterer Bruder war und ist ein Machtmensch und von daher ist Macht für mich sehr negativ besetzt. Und als Katholik habe ich auch durchaus die Macht der katholischen Kirche mitbekommen in Form von Vorschriften und habe mich auch 20 Jahre ferngehalten von der katholischen Kirche, weil als Schwuler hat man da ja eigentlich bis heute nichts zu suchen oder nicht zu finden. Doch zu finden schon, aber das System ist halt nicht sehr schwulen oder nicht sehr minderheitenfreundlich. Also von daher ist Macht schon ein Thema, mit dem ich immer wieder konfrontiert wurde. Auch als Schwuler, als Minderheit, Diskriminierung. So massive Diskriminierung habe ich nur durch meine Mutter erlebt. Als gute Katholikin wollte sie mich vor dem Fegefeuer retten. Das war wirklich ihr Ansinnen. Als gute Mutter wollte sie mich vor dem Fegefeuer retten. Hat mich deshalb als schwulen Sohn verstoßen und mich nicht akzeptiert bis zu ihrem Lebensende hin. Das ist wahrscheinlich so die größte Diskriminierung und Machtmissbrauch, den ich erlebt habe, unmittelbar. Und deshalb denke ich, habe ich eine gewisse Sensibilisierung über die Jahrzehnte entwickelt für Macht und Machtmissbrauch. Ja. Okay. Ja, die nächste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, wie bist du zur Gestalttherapie gekommen? Ich mag den Begriff Zufall, weil es gibt keine Zufälle für mich im Leben. Ich habe mit 33 meine erste Krebserkrankung gehabt und habe mir daraufhin, weil für mich Krebs und Psyche eng zusammenhängt, in den frühen 90er Jahren gab es noch keine Psychoonkologie. Und mir war klar, ich möchte nicht in eine klassische Krebsreha-Klinik, sondern in eine psychosomatische Klinik. Und habe ein halbes, dreiviertel Jahr nach meiner, ich lag 6 Wochen im Krankenhaus, nach meiner Erkrankung und Krankenhaus mit der Krankenkasse monatelang gestritten, weil ich in eine psychosomatische Klinik wollte, die nach dem Herren-Alber-Prinzip arbeitet. Grönbach ist recht bekannt, die Klinik in Grönbach. Oder Heiligenfelden, Bad Kissing arbeitet auch nach dem Modell. Und das war in Wolfsried, die Hochgradklinik. Und da war ich dachte, in 6 Wochen ist alles vorbei. Es waren aber 12 Wochen. Und da haben wir
keine Einzeltherapien gehabt, sondern eine Gruppentherapien. Und wir waren 24 Stunden quasi im therapeutischen Setting. Und da hieß es immer, wir arbeiten hier emotional. Wir machen hier emotionale Arbeit. Es war viel A-Gruppenarbeit auch. Also jeder sollte in eine A-Gruppe gehen. Und so habe ich mitgekriegt, wie gut emotionale Arbeit ist. Und da klar war, dass ich die Galerietätigkeit einstellen werde und therapeutisch arbeiten will. Ich habe dann noch vor meiner Krebserkrankung den großen Heilpraktiker in Berlin die Ausbildung angefangen und dann auch ein halbes Jahr nach meiner Diagnose die Prüfung bestanden, wieder erwarten. Ich bin nicht so ein Lerntyp. Ich war ganz erstaunt, dass das bei einer Durchfallquote von 70-80%, habe ich eigentlich gedacht, gehöre ich zu diesen 70-80%, aber ich habe es ersten Marsch geschafft, zwei Prüfungen. Und dann war die Frage, ja, welche psychotherapeutische Methode? Und ich habe damals schon eine Atemtherapeutin, 5-6 Jahre war ich bei einer Atemtherapeutin, die nach dem Wittendorf-Prinzip arbeitete, eine alte Dame, auch so eine 80-85-jährige Dame. Und die empfahl Gestalttherapie und noch zwei andere Leute, die mich nie erkannten. Und ich hatte keine Ahnung, was Gestalt ist und bin genau mit dieser Haltung zu einem Infoabend vom Würzburger Institut gegangen. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie denke ich, könnte was sein. Also ich bin sehr unvoreingenommen. Ich wollte extra nichts lesen und mich beschäftigen, sondern und an diesem Auswahlwochenende habe ich dann gemerkt, dass diese 3 Monate Klinik, 3 Monate Gestalt pur war. Und da mir das so gut getan hat, wusste ich, hier bin ich richtig. Aus der Praxis heraus in die Theorie sozusagen. Und dann habe ich eben 4,5 Jahre die Ausbildung am Würzburger Institut gemacht. Und was ist es, was sich da an der Gestalttherapie am meisten fasziniert hat oder dich so angezogen hat? Die menschliche Komponente. Ich habe mit 27 eine Psychoanalyse angefangen. Ich lag 250 Stunden richtig klassisch auf der Couch. Und ich hatte zwar einen Freudianer, einen Jungianer. So viel wusste ich schon, dass die Jungianer etwas weniger stiff sind als die Freudianer. Aber er war immer noch recht abstinent. Das heißt, ich war 3-mal die Woche da, montags, mittwochs, freitags. Guten Tag und auf Wiedersehen. Die Hand hat er, glaube ich, sogar gegeben. Aber sonst nur guten Tag und auf Wiedersehen. Und ich habe wochenlang so auf der Couch gelegen und vor mich. Und da wusste ich die Gestalt auch sehr zu schätzen, wenn ein Gegenüber, jetzt in der Klinik, ein Therapeut, ein gestandener Mann von, ich war ja Mitte 30, der war Mitte 50 und war wichtig für mich. Er sagte nach einer Gruppensitzung, für ihn ist Angst ganz wichtig als Indikator. Er arbeitet viel mit Angst. Das hat mich so irritiert, weil Angst ja bei uns eher negativ besetzt ist, dass ich mit ihm darüber gesprochen habe. Und dann hat er mir das erklärt und dann habe ich gemerkt, dass ich so viel Angst in meinem Leben hatte, dass ich die Angst vor der Angst so verbauert habe, dass ich die Angst nicht mehr gespürt habe. Also dass eben ja, diese Therapeuten sich als Menschen zeigen. Und in meiner Analyse gab es 2 Themen, die ich instinktiv gemieden habe. Das Thema Homosexualität und Spiritualität. Also 2 zentrale Begriffe meines Lebens habe ich 2,5 Jahre lang nicht thematisiert, weil ich merkte, das ist nicht opportun hier. Ja, und deshalb ist Gestalt ist halt gelebtes Menschsein. Da fühle ich mich da so wohl oder ja, zu Hause. Schön, schön. Was würdest du sagen, ist das, was du so in die Gestalttherapie eingebracht hast? Was ist so die Essenz deiner Arbeit? Also auf der ganz praktischen Ebene, ich habe 7 Jahre Vorstandsarbeit in der Deutschen Vereinigung für Gestalttherapie gemacht. Das heißt, ich habe ja genau 10 Kongresse und Tagungen vorbereitet. Der größte war 2010 der 12. Europäische Kongress in Berlin mit 800 Teilnehmern und die Deutschen und wir haben damals 2005 das erste Mal Deutschland, Österreich und Schweiz zusammengebracht zur sogenannten Dachtagung, die inzwischen etabliert ist, alle 2 Jahre oder 3 Jahre, ich weiß es genau.
Und 2005 haben wir in München eben die Tagung gemacht und das war der 100. Geburtstag von Laura Pörz. Und uns als Vorstand war es ein Anliegen, Laura aus dem Schatten von Fritz zu holen. Frei nach dem Motto, hinter jedem großen Mann steht eine noch größere Frau, die man aber leider nicht kennt. Laura kannten, also ich hatte Laura nicht wirklich aktiv kennengelernt während meiner Ausbildungszeit. Und deshalb war die Tagung eben der 100. Geburtstag von Laura. Und es gab eine kleine Weltpremiere am Eröffnungsabend, eine Dokumentation, 90-minütige Dokumentation über das Leben von Laura. Und ich habe die Recherche, also ich bin Co-Produzent, wie man neudeutsch dazu oder wie man es so nennt. Also Filmemacher sagen manche, ich finde es ein bisschen übertrieben. Also das ist ein konkreter Beitrag in die Gestalt, die Tagung und in dieser Film, der ja offensichtlich bis heute noch wahrgenommen wird, um die Person Laura Pörz nicht in Vergessenheit zu bringen. Also ein Bewusstsein zu schaffen für Gestalt, das war mir wichtig in den Nullerjahren. Deshalb auch die Vorstandstätigkeit. Mhm. Damit Gestalt nicht ins Aus gerät. Mhm. Und wie würdest du sagen, dass die Gestalttherapie dich als Mensch beeinflusst hat oder beeinflusst? Also die Gestalt hat mir geholfen, mich aus dem emotionalen Panzer, in dem ich jahrelang gelebt habe, aufgrund des Elternhauses und als Schwuler eben diskriminiert werden, dass mich das weiter unterstützt hat, dahin zu wachsen, wo ich bin und wer ich bin, dass ich dazu stehe, zu meinen Stärken und Schwächen, dass ich die gelernt habe durch die Selbsterfahrung in der Ausbildung, in der Lehrtherapie, mich meinen Schattenseiten zu stellen und so Stück für Stück ja, mehr und mehr eine Gestalt zu werden. Als Galerist habe ich eher eine Funktion der Galerist halt, auch mit einer menschlichen Komponente, weil Karriere hat mich nie interessiert. Ich wollte nicht der beste Galerist Berlins werden oder erfolgreichste, hat mich nie interessiert. Mir ging es ja auch um die menschlichen Begegnungen und wenn dann man noch ein bisschen Geld mitverdient, war das gut, weil Galeristentätigkeit war und ist wohl Selbstausbeutung oder Künstlerdasein generell. Und die Gestalt hat mir geholfen, ganzer zu werden und mehr Selbstbewusstsein, mehr Sicherheit und ja. Also ohne Gestalt, ja, noch nicht ganz mein halbes Leben begleitet mich jetzt Gestalt, aber fast. Und ich bin sehr dankbar für, dass ich zu Gestalt gefunden habe. Mhm. Ja, schön. Du hast vorher gerade gesagt, dass du da auch Kongresse organisiert hast, Tagungen. Erlebst du dich jetzt als Teil einer Gestaltgemeinschaft? Nicht so wirklich. Das Problem ist in Berlin, also ich habe mit einer Kollegin, die in Edinburgh, eine Deutsche, die in Edinburgh ihre Ausbildung gemacht hat, vor gut 10 Jahren, ja, versucht, die Gestaltwerkstatt zu etablieren, weil Berlin ist halt für Gestalten, also Gestalt ist in Süddeutschland deutlich mehr vertreten als in Norddeutschland oder in Ostdeutschland. Und in Berlin ist die Besonderheit aufgrund der ehemaligen Mauer- oder Frontstadt-Situation, es gab ein Institut und die waren sozusagen die Platzhirschen hier und haben ja so eine Westberliner Mentalität, wir sind hier und das war recht geschlossen und da haben diese Kollegin und ich versucht, eben für alle anderen Gestalttherapeuten einmal im Monat ein Jour fix, also was wie ein Salon zu haben, wo man sich trifft mit Themen. Also Berlin, es sind zwar ein paar hundert Gestalttherapeuten hier, aber man ist doch recht vereinzelt. Also weil ich nicht an diesem Berliner Institut ausgebildet worden bin. Ich singe in einem Chor, der zur Hälfte inzwischen noch aus Musikgestalttherapeuten besteht, die halt alle zusammen an diesem Institut ihre Ausbildung gemacht haben. So ist noch ein bisschen Gestalt da. Aber so im Alltag leider wenig. Ich habe 2, 3 Freunde, die Gestalttherapeuten sind,
aber ich bin jetzt nicht mehr so drin in der Community, wie ich es halt vor 10, 15 Jahren war, als ich im Vorstand war. Mhm. Liegt ein bisschen an der Situation in Berlin. Und extra nach München, Würzburg fahren, um Leute zu treffen, ist ein bisschen mühsam. Mhm. Okay, und was würdest du sagen, waren so im Laufe deiner Gestalttherapie, Entwicklung, Werdung, deinem Sein, quasi so die herausforderndsten Momente? Oder gab es einen Moment, den du als besonders herausfordernd erlebt hast? Jetzt als Gestalttherapeut oder als... Ja, im Rahmen ja. der Gestalttherapie. Mhm. Ui. Ich überlege gerade, ob das während der offiziellen Funktion war. Da gab es natürlich immer schwierige Situationen. Sei es die wissenschaftliche Anerkennung. Also 1999 oder 2000 ist das in der Bundesrepublik das Psychotherapeutengesetz verabschiedet worden, was die Gestalttherapie aus dem Gesundheitssystem geschmissen hat. Und ich habe 2000 meinen Abschluss gemacht. Also ich bin da sozusagen diese ganzen Ängste und die existenziellen Ängste von vielen älteren Kollegen, die halt mit Praxissitz gearbeitet haben, da sind auch viele Existenzen kaputt gegangen. Da bin ich mit konfrontiert worden. Das hat mich auch während der Vorstandsarbeit die Nullerjahre über sehr beschäftigt, oder den Vorstand, die wissenschaftliche Anerkennung zu bekommen. Und Herausforderung war oder ist nach wie vor, dass Gestalt hatte die Hochzeit in den 60er, 70er Jahren. Ich habe jetzt gerade ein Erstgespräch mit einem Psychologiestudenten vorgestern gehabt, der meinte, was ist denn Gestalttherapie? So, und das ist mir damals eben bei der Vorstandsarbeit auch schon aufgefallen. Gestalttherapie verschwindet immer mehr aus dem psychologischen Feld. Und das sehe ich so als Herausforderung. Da kommt so der kleine Revoluzzer in mir, der möchte gerne, nein, das geht nicht, dass das nur noch so funktionalisiert wird, die Psychotherapie. Das ist eine Herausforderung, dass Gestalt nicht ins Vergessen gerät. Deshalb war das auch eine hohe Motivation für mich, bei diesem Film das Geld zu organisieren, 6 Wochen in New York auf eigene Kosten zu recherchieren und ja eben in 8 Monaten 90-minütigen Dokumentarfilm zu produzieren. Also Profis meinten, das dauert normalerweise 1,5 Jahre und kostet das 3- bis 4-fache. Also da bin ich durchaus stolz drauf, dass ich mit dem Wolf Lindner zusammen, der hat das technische Know-how gebracht und hat in Deutschland Recherchen gemacht, dass wir da so einen Film, der eben immer noch präsent ist und ein Medium, was eben über das Buch hinausgeht. Ja, das ist, ja, da merke ich so, ja, gut gemacht. Ja. Was bleibt, das ist der Historiker in mir, der sich freut. Ich habe was für die kommenden Generationen hinterlassen. Mhm. So, ja. Eben diese Nichtachtung der Gestalttherapie im Gesundheits- oder psychotherapeutischen Setting. Mhm. Das, ja. Mhm. Und was würdest du sagen, waren so die schönsten Momente, die du mit der Gestalttherapie oder im Rahmen der Gestalttherapie erlebt hast? 2000, also die Feste. Ja. Also bei den Tagungen, egal, ich war auch bei den AGT-Meetings dabei, also den Advanced, also mehr der angloamerikanische Gestaltbereich. Also wenn Gestaltleute zusammenkommen und Musik erklingt, innerhalb von 2 Minuten ist die Tanzfläche voll. Und also da so dieses Zusammensein, Miteinander sein, diesen gemeinsamen Hintergrund zu haben, also das ist gelebtes Menschsein, sag ich mal. Das ist so, also diese Feste bei Gestalt, egal ob nur deutsch oder international, toll. Das können wir. Da sind wir... Da sind wir grenzüberschreitend, ja. Also wenn so 20 Nationen zusammen auf der Tanzfläche sind, das ist toll. Hm. Das hat mir sehr gefallen. Und ich war auch ein paar Jahre für Europa zuständig, also von der DVG her,
und habe zweimal im Jahr gab es Meetings in verschiedenen europäischen Städten mit den europäischen Kollegen. Und das war immer eine sehr befruchtende Begegnung auf der menschlichen Ebene. Jetzt inhaltlich, fachlich ist was anderes, aber so dieses sich begegnen und zu merken, man hat einen gemeinsamen Hintergrund durch die Gestalt. Das ist was sehr Schönes. Mhm. Merke ich gerade, fehlt mir auch nicht nur ein bisschen, fehlt mir ziemlich, aber ja, war halt 10 Jahre lang oder 8 Jahre lang Teil meines Lebens. Mhm. Und wenn du jetzt so in die Zukunft blickst, wie siehst du da so die Gestalttherapie international? Oder weil ich glaube, in Deutschland ist es ja nochmal ein bisschen anders, ja, wie wenn man international, ja, wenn du international denkst. Also ich bin Lehrtherapeut bei dem Würzburger Institut und einmal im Jahr treffen wir uns, die Mitarbeiter, also die Trainer und die Lehrtherapeuten. Und das Würzburger Institut hat in Kroatien, Bolivien, Schweiz, Österreich und auch in China Ausbildungsgruppen. Und das freut mich mitzukriegen, boah, da wächst es, China in einem doch letztendlich totalitären Land. Gestalttherapie, denke ich, super. Also da sehe ich Hoffnung. In Deutschland sehe ich eher schwarz, weil in Deutschland die Tendenz ja, oder nicht nur die Tendenz, sondern jetzt klar ist, Psychotherapie wird akademisiert. Es gibt seit diesem Jahr oder letztem Jahr eben Psychotherapie als Studiengang und damit werden solche Menschen wie ich oder solche Lebensläufe wie ich wird es irgendwann nicht mehr geben. Also Quereinsteiger, die Buntheit ins System bringen, Entschuldigung, werden in ein paar Jahren nicht mehr existieren. Also es gibt Tendenzen in Deutschland, Heilpraktiker abzuschaffen. Und wenn man dann nur noch per Studium Psychotherapie machen kann, dann gäbe es mich nicht. Weil ich hatte mit Mitte 30 noch mal überlegt, Psychologie zu studieren, aber hatte keine Lust, 2 Jahre lang Statistiken und Zahlen. Ich wollte mit Menschen arbeiten und nicht mit Zahlen. Deshalb habe ich mich dagegen, unter anderem dagegen entschieden, nochmal zu studieren. Und sondern eben über den Heilpraktiker und eine privat finanzierte Ausbildung die Qualifikation, halbwegs anerkannte Qualifikation zu bekommen. Also da sehe ich für Deutschland ein bisschen schwarz. Mhm. Und der politischen Situation. Mhm. Und international gedacht? Mhm. Oder im also global. Also da bin ich leider zu wenig informiert. Du hattest ja eingangs gesagt, dass in Ghana jetzt, was ich mit großem Ort gehört habe, dass Ghana sogar ein Ausbildungsinstitut hat. Toll. Und deshalb gibt es sicherlich Länder, von denen ich nichts weiß, weil ich halt nicht mehr so drin bin in der Szene oder die Szene selber nicht weiß. Ich könnte mir vorstellen, dass viele gar nicht wissen, dass es in Ghana Gestalttherapeuten gibt, weil der schwarze Kontinent ist und bleibt wahrscheinlich für uns ein weißer Flecken in der Hinsicht nach wie vor. Von daher, doch in Südamerika, was hat mir mal jemand erzählt, ein Gestalttagung mit 4.000 oder 5.000 Teilnehmern. Also ich habe die vage Hoffnung oder vielleicht auch die begründete Hoffnung, dass die Gestalt vielleicht irgendwann Europa remissionalisiert, dass dann die Gestalt sozusagen von hinten rum in 20, 30 Jahren durch andere Länder dann wieder hier reaktiviert wird oder so ein Revival, eine Renaissance stattfinden wird. Würde ich mir wünschen und ich glaube, die Gestalt hat das Potenzial dazu. Und vielleicht ist es so, wie das Good Old Europe ein bisschen abgewirtschaftet, muss man gerade ein bisschen ruhen, um dann nochmal neu zu seinen Wurzeln zu finden und dann neu aufzublühen. So meine Hoffnung oder mein Wunsch. Ja. Ja, danke Christoph für... Ach, das war's schon. Das war's schon, ja, das war's schon. Es war jetzt so spannend, dir zu lauschen mit deinen ganzen Ausführungen und Gedanken und Erlebnissen. Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch erzählen möchtest oder einbringen möchtest? Ich freue mich, dass es diese Initiative Human of Gestalt gibt und dass, ja, aus Mexiko quasi das so zurückschwammt ins Ursprungsland der Gestalt, weil Fritz und Laura sind ja, oder Fritz war Berliner, Laura hat 3 Jahre in Berlin gelebt. Und ich versuche die Erinnerung an die beiden in Berlin immer wieder zu erwecken, weil ich 2-mal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst,
eine Tour anbiete auf den Spuren der Familie Pörls in Berlin-Schöneberg im sogenannten Bayerischen Viertel, wo sie gelebt haben bis zu ihrer Flucht Januar 1933, um so halt ja, den Geist Keep the Flame Burning, dass ja, der Geist der Gestalt in der Herkunftsstadt sozusagen von der Gestalttherapie nicht untergeht und so mein kleiner bescheidener Beitrag, dass immer mal wieder Leute, ach was, das gab es mal in Berlin und die Menschen, das ist so das, was ich so, ja. Hm. Ja, das ist so das, was ich noch machen möchte. Ich spüre gerade beim Zuhören ganz viel Dankbarkeit für dein Engagement, das du auch eingebracht hast in die Gestalttherapie. Und als junge Generation von Gestalttherapeuten und Therapeutinnen merke ich einfach auch, dass wir mit unserem Selbstverständnis auch wirklich aufbauen können auf dem, was ihr vor uns aufgebaut habt. Und wenn du dann sagst, dass du da eben diese Tour machst in Berlin und den Film, ja, da spüre ich einfach so viel Dankbarkeit für deinen Beitrag zur Gestalttherapie. Oh, danke. Das tut mir auch. Danke. Ja. Ja, dann hat sich die Arbeit, das Engagement gelohnt. Und als Historiker freue ich mich natürlich, wenn es in die nächste und übernächste Generation weitergeht und weiterlebt. Sehr schön. Ja. Danke, toll. Christoph, für dieses Interview. Es war mir eine große Ehre, mit dir sprechen zu dürfen. Danke. Ja. Ja. Gut. Dann danke und auf Wiedersehen. Und Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. So.